Höllenhunde. Ah. Tosca, mein Schatz. Hör mal, wer da kommt. Heute scheint das ja besonders eilig zu haben. Boah. Hallo, Jim. Himmel, Herrgott, ist das kalt. Hört, hört. Unser Freund und Helfer. Heute Abend sind wir aber besonders schlecht gelaunt, was? Das kann er mir doch nicht verdenken, oder? Nein, nein. Bei dem Wetter würde ich ja nicht mal die gute Tosca vor die Tür schicken. Da wäre ich heute Nacht als Hund auf jeden Fall besser dran. Meinst du nicht auch? Ja, kann schon sein. Mein Gott, ist das kalt. Kaffee? Ja, danke. Den kann ich jetzt gut gebrauchen. Ich bin schon nass bis auf die Knochen. Scheiß Wetter. So, hier bitte der Kaffee. Danke. Na, was macht die Verbrechensbekämpfung? Ach, bis auf die übliche Schlägerei in Black Horse ist es heute Nacht schön ruhig. Bei so einem Sauwetter bleiben sogar die Ganoven lieber zu Hause. Na, dann kannst du ja wenigstens deinen Kaffee in Ruhe austrinken. Weißt du, Henry, du bist schon ein seltsamer Kauz. Weit und breit ist keine Menschenseele zu sehen und trotzdem hast du deinen Kiosk zu so später Stunde noch immer auf. Ach, weißt du, das macht mir nichts aus. Ich mag es, wenn es stürmt und wenn der Regen gegen die Scheiben prasselt. Das beruhigt die Seele. Außerdem, wo würdest du denn sonst um diese Uhrzeit noch einen warmen Kaffee herbekommen? Stimmt auch wieder. Also meiner Seele würde es schon genügen, wenn ich endlich wieder zu Hause vor meinem warmen Kamin sitzen könnte. So. Jetzt muss ich aber wieder meine Runde machen. Danke für den Kaffee, Henry. Ich wünsche dir was. Bis dann, Jim. Eine gute Stunde war bereits vergangen, seit der Polizist Henry wieder verlassen hatte. Tosca war vor dem Ofen eingeschlafen. Und langsam begann auch Henry, durch das dumpfe, monotone Trommeln der Regentropfen auf dem Dach des Kiosks leicht schläfrig zu werden. Er musste wohl schon einige Zeit eingeschlummert gewesen sein, als ihn ein tiefes, warnendes Knurren aus seinem wohligen Dämmerzustand schreckte. Es war Tosca. Angespannt und mit erhobenem Kopf lag sie neben seinem Stuhl am Boden und horchte. Was ist los, mein Mädchen? Was hast du denn? Ruhig, Tosca, ruhig. Wenn du so laut bist, kann ich ja gar nichts hören. Seltsam. Er muss hier ganz in der Nähe sein, und doch. Ruhig, mein Mädchen. Ganz ruhig. Ist ja gut. Wer ist da? Hallo? Ist da jemand? Interessieren, wer sich da um diese Zeit noch auf der Straße rumtreibt. Etwas kaufen wollte der auf jeden Fall nicht, das ist mal sicher. Ah, das ist Jim. Er muss seine Runde beendet haben. Jim? Ja, was geht's? Was ist los, Henry? Sag mal, wie sah der Kerl aus, der da gerade hinten um die Ecke verschwunden ist? Welcher Kerl? Ich hab niemanden gesehen. Hat man hier was geklaut? Nein, nein, ich war nur neugierig. Hätte mich halt nur interessiert, wie er ausgesehen hat.
Aber wenn du sagst, dass da niemand war? Weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Wenn da jemand gewesen ist, dann wird er wohl in einem der Hauseingänge verschwunden sein. Ich hätte schwören können. Heute Nacht gehört die ganze Stadt uns. Nur dir und mir. Ich muss jetzt weiter. Da sind auf der Nordseite noch ein paar Türen zu kontrollieren. Pass auf dich auf. Man weiß ja nie, was für lichtscheues Gesindel sich um diese Uhrzeit noch draußen herumtreibt. Ja, ja, schon in Ordnung. Mach dir keine Sorgen, Jin. Ich hab ja Tosca. Die passt schon auf mich auf. Nachdem Jim sich wieder auf den Weg gemacht hatte, lehnte sich Henry gemütlich in seinen Stuhl zurück, zündete sich seine Pfeife an und dachte nach. Es war schon seltsam, wie die Geräusche der Nacht einen doch manchmal in die Irre führen konnten, besonders bei Regen. Während er noch darüber nachdachte, näherten sich abermals Schritte. Diesmal waren sie schnell und entschlossen. Henry erkannte sie sofort. Er lächelte. Guten Morgen, Sir Andrew. Was darf ich Ihnen geben? Die Times. Ja, danke. Sie kennen mich? Aber gewiss doch. Als Sie kürzlich an meinem Kiosk vorbeigingen, kaufte sich gerade einer der Pagen aus Ihrem Hotel eine Zeitung. Nachdem Sie fortgegangen waren, verriet er mir, wer Sie sind. Ach, so einfach ist es also. Ich muss gestehen, dass ich nicht gerade glücklich darüber bin, wenn man mich auf der Straße erkennt. Mein Name hat in jüngster Vergangenheit für genug Schlagzeilen gesorgt. Vermutlich haben Sie davon gehört. Ich habe von Ihren Ausgrabungen in Ägypten gehört. Wann war das noch genau? Vor 4 Jahren? Richtig, vor 4 Jahren. Ach, 4 Jahre sind es jetzt schon. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte auch mal meine Nase in die Vergangenheit stecken. Ah, lassen Sie es lieber. Nehmen Sie einen gut gemeinten Rat an und bleiben Sie in der Gegenwart. Die Vergangenheit kann, nun ja, sehr unangenehm sein. Manchmal findet man Dinge, die Sie trotz aller Bemühungen für den Rest Ihres Lebens nicht mehr loslassen. Tatsächlich? Bitte? Aber was stehe ich hier herum und schwatze? Und das auch noch bei dem Wetter. Hier bitte, Ihr Geld. Es wäre nett, wenn Sie mir das Geld bitte dort in die Schale legen würden. Ich muss sonst immer so lange danach suchen. Entschuldigen Sie, ich habe gar nicht bemerkt, dass Sie... Dass ich blind bin? Das macht doch nichts. Sie sind nicht der Erste, dem das passiert ist. Ehrlich gesagt, freut es mich sogar, wenn es den Leuten nicht auffällt. Viele kommen gar nicht auf die Idee, trotz des Hinweisschildes hier hinter mir... Blinder Zeitungsverkäufer? Ich muss zugeben, dass mir das Schild gar nicht aufgefallen ist. Darf ich fragen, wie es dazu kam? Natürlich dürfen Sie. Ist auch kein Geheimnis. Ich wurde im Krieg von einem Granatsplitter am Kopf getroffen. Der Arzt sagte, dass der Splitter irgendwelche Nerven durchtrennt hätte. Ach, das tut mir leid für Sie. Warum? Das muss es nicht. Schließlich habe ich ja dafür einen fast gleichwertigen Ersatz bekommen. Tatsächlich? Ich verstehe nicht. Sie würden sich wundern, was man alles zu hören in der Lage ist, wenn man sich darauf konzentriert. Das ist fast genauso gut wie sehen. Was glauben Sie denn, wie ich Sie heute Nacht erkannt habe? Ihre Schritte waren es. Die haben Sie verraten. Ihre machen so eine Art hartes Klipp-Klapp. Ach... Meine Schritte? Das ist in der Tat erstaunlich. Sagen Sie mal, würden Sie mir den Gefallen tun und mir eine Stunde Ihrer wertvollen Zeit widmen? Eine Stunde meiner Zeit? Was wollen Sie denn von mir? Bitte, bitte tun Sie mir den Gefallen. Es wird sich auch bestimmt für Sie lohnen, das verspreche ich Ihnen. Begleiten Sie mich einfach in mein Hotel. Es liegt keine 100 Schritte von hier entfernt. Nun, ich weiß nicht, ob ich... Ich bitte Sie. Nein, ich flehe Sie an. Ich muss endlich mit jemandem darüber reden, sonst verliere ich noch meinen Verstand. Hm.
Die Sache scheint Ihnen ja wirklich sehr am Herzen zu liegen. Also gut, ich begleite Sie. Geben Sie mir eben nur einen Augenblick, um meinen Kiosk abzusperren. Dann werde ich mit Ihnen zu Ihrem Hotel kommen. Danke. Vielen Dank. Nachdem Henry die Vorderfront seines Kiosks heruntergelassen hatte, befestigte er die Leine an Toscas Halsband und löschte das Licht der Petroleumlampe. Während er den Kiosk abschloss, dachte er über die letzten Worte von Sir Andrew nach. In der Stimme des Mannes hatte eindeutig Angst mitgeklungen. Henry fragte sich, wovor ein Mann, der so reich und berühmt war, sich wohl fürchten konnte. Aber bitte, nehmen Sie doch meinen Arm. Ja, danke. Es ist nicht weit. Das Hotel liegt gleich dort vorne, am Ende der Straße. Seltsam. Der Wagenmeister scheint heute noch gar nicht da zu sein. So, da sind wir schon. Bitte sehr. Ja, danke. Vorsicht, die Stufe. Ruhig, Tosca. Guten Morgen, Frederick. Wir haben Sie doch wohl nicht geweckt. Guten Morgen, Sir Andrew. Nein, nein, Sir. Natürlich nicht. Sagen Sie mal, Frederick, hat Hunter heute Nacht keinen Dienst? Hunter? Ach, Hunter, der hat sich leider am Wochenende beim Spielen mit seiner kleinen Tochter ein Bein gebrochen, Sir. Ach. Ah, oh, das tut mir aber leid. Richten Sie ihm doch bitte meine Genesungswünsche aus, ja? Ich werde es ihm ausrichten, sobald ich ihn wiedersehe, Sir. Darüber wird er sich sicherlich freuen. Danke. Ach, entschuldigen Sie, Sir? Ja, Frederick? Ich habe hier noch eine Nachricht von der Hoteldirektion für Sie liegen. Eine Nachricht von der Direktion? Für mich? Ja, Sir, es geht um die Reparaturarbeiten, die hier im Hotel gerade im Gange sind. Aha. Hier bitte, Sir, Ihr Brief. Ja, danke. Gute Nacht, Frederick. Gute Nacht, Sir. Ah, da ist ja auch schon der Aufzug. Passen Sie bitte auf. Die Schwelle ist etwas höher als der Boden hier in der Halle. Komm, Tosca. Wir beide fahren jetzt mit einem Aufzug. Kurz darauf betraten die beiden Männer ein großes, geräumiges Hotelzimmer im vierten Stock. Nachdem Sir Andrew Henry dazu aufgefordert hatte, es sich in einem Sessel bequem zu machen, schenkte er ihnen beiden etwas zu trinken ein. Er reichte Henry ein Glas und setzte sich dann ihm gegenüber in einen Sessel. Einen Augenblick schwiegen die beiden Männer. Dann, nachdem er einen großen Schluck aus seinem Whiskyglas genommen hatte, begann Sir Andrew zögernd zu erzählen. Sicherlich fragen Sie sich jetzt, warum ich Sie so eindringlich darum gebeten habe, mich hierher zu begleiten. Allerdings, diese Frage habe ich mir gestellt. Was wissen Sie eigentlich über meine Ausgrabungen in Ägypten? Eigentlich nicht viel. Eben nur das, was damals in den Zeitungen gestanden hat. Oh, Sie lesen Zeitung. Interessant. Lesen kann ich sie natürlich nicht. Aber ich lasse mir die interessanten Berichte immer von einem befreundeten Polizisten vorlesen. Also die Polizei als dein Freund und Helfer, so, so. Ja, so könnte man es ausdrücken. Nun, wenn Sie die Berichte kennen, dann wissen Sie ja vermutlich auch, dass ich das Land noch vor Beendigung unserer Arbeiten fluchtartig verließ. Ich glaube, mich zu erinnern. Es hieß damals, Sie hätten sich auf irgendwelche dubiosen Geschäfte mit Schwarzhändlern eingelassen, richtig? Ach, Schwarzhändler. Das mit den Schwarzhändlern war nur eine Geschichte, die die Zeitungsleute sich ausgedacht haben. Ich floh, das ist richtig. Aber den eigentlichen Grund dafür hätte mir wohl kaum ein Mensch geglaubt. Tatsächlich? Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Gut. Das ist sehr gut. Ich werde Ihnen nämlich jetzt erzählen, was damals dort wirklich vorgefallen ist.
Das ist auch der Grund, warum ich Sie heute Nacht hierher zu mir in dieses Hotel gebeten habe. Alles begann im August 1947. Nach wochenlanger Arbeit unter der glühend heißen Wüstensonne hatten wir die Grabkammer endlich freigelegt. Zu unserer Enttäuschung stellten wir fest, dass der Sarkophag keinen Leichnam enthielt. Etwa eine Woche später, wir waren gerade dabei, einige der Fundstücke für den Abtransport nach Kairo vorzubereiten, stieß ich durch ein Missgeschick gegen einen der Kanopenkrüge in der Hauptkammer. Verwundert stellten wir fest, dass die Flüssigkeit, die dem Krug entrann, unter einer der Kammerwände abfloss. Ach, verdammt. Das ist ja seltsam. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Das sieht fast so aus, als wenn wir eine Kammer übersehen haben. Gib mir doch bitte mal den großen Hammer da drüben. Ja, genau. Dort neben dem Sarkophag, ja? Hier, bitte. Danke. Was sich wohl hinter dieser Wand verbergen mag. Das werden wir gleich wissen. Dann wollen wir doch mal sehen. Achtung, jetzt, Vorsicht! Jetzt sieh sich das einer an. Wohin der Gang wohl führt? Keine Ahnung. Er scheint weiter hinten in eine Kammer zu münden. Reich mir doch mal die Lampe rüber. Hier, bitte. Danke. Komm mit. Pass auf, dass du nicht über das Geröll stolperst. Rechts neben dem Sarkophag. Die Statue. Ja. Das ist in der Tat sehr ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Ungewöhnlich nennst du das? Ach, sei nicht albern. Das sieht fast aus wie... ein Monster. Ach, jetzt ist es aber genug, James. Ja. Das scheint... eine Statue des Gottes Anubis zu sein. Allerdings, das muss ich zugeben, diese Form der Darstellung habe ich noch niemals zuvor zu Gesicht bekommen. Anubis? Bist du dir da sicher? Warte, ich halte die Lampe mal etwas höher, dann können wir besser sehen. Hier, siehst du die nach hinten angelegten spitzen Ohren und die lange ausgeprägte Schnauze? Das ist typisch. Ich bin mir sicher, dass es sich um den Gott Anubis handelt. Anubis also? Schön und gut, aber warum sieht er dann so anders aus? Das ist keine Statue, James. Ist es nicht? Was ist es dann? Augenblick, ich nehme mal die Maske ab. Ganz eindeutig wurde hier ein Leichnam einbalsamiert. Himmel! Es sieht aus, als wenn man den Körper eines Menschen und den eines riesigen Schakals zu einem Mischwesen kombiniert hat. Hier, siehst du das? Am Schulteransatz kann man noch ein wenig von den Operationsnarben sehen. Was für einen Sinn sollte das denn gehabt haben? Bisher waren doch immer alle Anubis-Darstellungen entweder in Stein gehauen oder aus Holz geschnitzt. Jemals solch eines barbarischen Rituals verdient hätten. Und hier... Oh mein
Mein Gott, das gibt es doch nicht. Was hast du, Andrew? Die Narben. Schau dir die Narben an. Sie sind teilweise verheilt. Was meinst du? Ja, verstehst du denn nicht? Wenn die Narben zu verheilen angefangen haben, dann muss dieses Ding tatsächlich mal gelebt haben. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Das ist mein voller Ernst. So unglaublich die Erzählung seines Gegenüber auch geklungen haben mochte, Henry hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, einem Märchen oder gar einer Lügengeschichte aufgesessen zu sein. Während der ganzen Zeit, in der Sir Andrew sprach, hatte er deutlich die Nervosität und Anspannung in dessen Stimme gespürt. Dieser Mann hatte wirklich Angst, Todesangst. Noch etwas zu trinken? Ja, bitte, gerne. Bitte sehr. Stört es Sie, wenn ich mir eine Pfeife anzünde? Nein, ganz und gar nicht. Rauchen Sie nur. Interessante Geschichte, die Sie da zu erzählen haben. Aber ich verstehe bisher noch nicht, worauf Sie eigentlich damit hinaus wollen. Oh, Sie werden es noch verstehen. Haben Sie nur etwas Geduld. Wie ging es denn nun weiter? Sie fanden also dieses Ding, diese Statue oder was immer es auch war. Keine Statue, mein Freund. Es war der konservierte Körper eines von den ägyptischen Priestern künstlich geschaffenen Wesens. Das lebendige Abbild eines Gottes. Anubis, Wächter der Toten, Herr über Ammit, der Verschlingerin der Seelen. Jedenfalls war ich dann einige Tage später in Kairo. Es war bereits spät am Abend und ich saß noch allein in meinem Arbeitszimmer über einigen der Tontafeln, die wir in dem Grab gefunden hatten. Ich hatte seit Stunden angestrengt versucht, deren Inschriften zu entschlüsseln und beschloss deshalb, mir eine kleine Pause zu gönnen. Ich trat also an das offene Fenster meines Arbeitszimmers und zündete mir eine Zigarette an. Ich schaute nach unten in den Garten und sah meinen Hund Bella vor der Mauer zur Straße unruhig auf- und abgehen. Aus, Bella! Bist du wohl ruhig? Du willst wohl die ganze Nachbarschaft aufwecken, was? Wer ist denn da? Sind Sie das, James? James? Unmöglich. Nein, 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 Bella, nicht! Zurück! Zurück mit dir! Mein Gott, das gibt es doch nicht! Es gibt ihn tatsächlich! Der Himmel, steh mir bei! Ich muss sofort weg hier. Nein! Verschwinde! Lass mich!
Was war es denn nun, dass sie in jener Nacht verfolgte und ihren Hund tötete? Wissen Sie, ich habe Ihnen doch von der Kammer und dem Ding, das wir darin gefunden haben, erzählt. Richtig, aber was hat das alles... In der Kammer gab es eine Inschrift. Dabei handelte es sich um einen uralten Fluch, der über all jene verhängt wird, die es wagen sollten, die Ruhe des toten Pharaos zu stören. Er selbst, Anubis, Wächter der Toten, würde von den Frevlern dafür deren Seelen einfordern. Das, was mich da in jener Nacht aufgespürt und angegriffen hatte, war nichts anderes als der Wächter aus der Grabkammer. Unglaublich. Noch in derselben Nacht schiffte ich mich wieder nach England ein. Aus einer Zeitung, die ich mir an Bord kaufte, erfuhr ich von dem Schicksal meines Freundes James. Man hatte ihn tot unweit meines Hauses in Kairo gefunden. Sein Körper war auf grauenhafteste Weise verstümmelt worden. Diese Bestie musste ihn noch vor dem Angriff auf mich erwischt haben. Aber wie ist so etwas möglich? Tote erwachen doch nicht einfach wieder so zum Leben. Er war nie tot. Er ist ein Dämon. Ein von den Priestern im alten Ägypten künstlich geschaffenes Wesen, dem mit Hilfe uralter schwarzer magischer Formeln Leben eingehaucht wurde. Ein Monster, geschaffen nur für den einen Zweck, die Frevler zu finden und sie für ihr Verbrechen zu bestrafen. Haben Sie das gehört? Er sucht mich. Sie meinen, das ist... Ja, ja, das ist er. Er ist hier? Hier in London? Ja, er ist immer in meiner Nähe. Er wittert mich. Aber wie können Sie ihm dann entkommen? Wie? Indem ich davonlaufe. Ich halte mich nie länger als eine Woche an ein und demselben Ort auf. Ich wechsle ständig die Hotels. Wissen Sie, er braucht nämlich immer eine Weile, um meine Fährte neu aufzunehmen. Waren Sie schon bei der Polizei? Ach, Polizei. Was glauben Sie wohl, was die mit jemandem machen, der Ihnen so eine Geschichte auftischt? Die stecken mich doch in die nächstbeste Irrenanstalt. Gut, das verstehe ich, aber was wollen Sie jetzt von mir? Es muss doch einen Grund haben, dass Sie mir das alles erzählen. Ja, das ist richtig. Ihre Bemerkung vorhin am Kiosk hat mich auf die Idee gebracht. Welche Bemerkung meinen Sie? Ja, ich fragte Sie, wie Sie mich denn erkannt hätten, und Sie antworteten, dass meine Schritte es Ihnen verraten hätten. Das ist richtig. Nun, Sie verfügen anscheinend über ein unglaublich gutes Gehör, und das möchte ich mir gerne zunutze machen. Wie sollte Ihnen mein Gehör denn von Nutzen sein? Sie können ihn für mich aufspüren. Sie können ihn kommen hören und mich dann vor ihm warnen. Woran erkenne ich ihn denn, wenn er kommt? Seine Schritte klingen so seltsam matschig. Er geht immer auf und ab und schnüffelt dabei die ganze Zeit in alle Richtungen. Er schnüffelt? Ja. In dieser verhängnisvollen Nacht in Kairo hörte ich es zum ersten Mal. Es war kurz bevor er von der Straße zu meinem Haus heraufkam. Es hört sich an wie ein Hund, der am Boden nach einer Fährte schnuppert. Dabei aber so kehlig rasselnd. Henry überlegte eine Weile und dachte dann an heute Nacht. Er erschrak. Waren da vor seinem Kiosk nicht auch diese merkwürdigen, schlurfenden Schritte zu hören gewesen? Und hatte dieses seltsame, rasselnde Atmen Tosca nicht vor Angst verrückt werden lassen? Konnte es diesen Verfolger, vor dem Sir Andrew sich so fürchtete, wirklich und wahrhaftig geben? Sir Andrew, ich fürchte, ich habe dieses Geräusch bereits schon gehört. Tatsächlich? Wo? Wann war das? Es war erst vor gut einer Stunde. Draußen vor meinem Kiosk. Was? Heute Nacht? Wenige Minuten bevor Sie zu mir an den Kiosk kamen. Die gute Tosca ist fast vor Angst gestorben. Mann, reden Sie! Los, reden Sie schon! Diese schlurfenden Schritte kamen auf mich zu, verharrten einen Augenblick vor meinem Kiosk, dann entfernten sie sich wieder Richtung Süden. Dann bleibt mir kaum noch Zeit. Er wird zurückkommen und mich hier finden.
Schließlich habe ich ihm gerade erst eine frische Fährte hinterlassen. Wo ist mein Koffer? Ach, verdammt! Was haben Sie? Die Tür! Was ist los? Sie lässt sich nicht mehr öffnen. Was ist denn damit? Wir sind doch auch durch Sie hereingekommen. Ich verstehe das auch nicht. Der Schlüssel lässt sich ganz normal im Schloss drehen, aber... Aber sicher. Der Portier. Der Portier? Was ist mit dem Portier? Er hat Ihnen doch unten in der Halle einen Brief ausgehändigt. Vielleicht ging es dabei ja um die Zimmertür. Ach, meinen Sie? Wo habe ich denn den... Ah, hier ist er ja. So, wollen wir doch mal sehen. Sehr geehrter Sir Andrew, leider ist uns bei den Renovierungsarbeiten auf Ihrem Stockwerk ein folgenschwerer Fehler unterlaufen. Durch ein Missgeschick seitens unserer Hand. Verdammt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Diese Idioten! Was steht denn in dem Brief? Die haben das Türschloss ausgewechselt und dabei ein defektes eingesetzt. Es lässt sich nur von der Flurseite her öffnen. Sie bitten mich darum, das Zimmer bis morgen früh nicht von innen zu verschließen. Und das heißt, sitzen wir jetzt hier in diesem Zimmer fest? Nein. Wir können auch über das Schlafzimmer auf den Flur hinaus gelangen. Dort gibt es noch eine weitere Tür. Schnell, kommen Sie. Wir müssen schleunigst... Still. Was? Was ist los? Was haben Sie? Psst. Ich versuche zu horchen. Ich kann nichts hören. Genau. Es ist still. Zu still. Das Gewitter draußen war verstummt. Einer Glocke gleich hatte sich urplötzlich Totenstille über das ganze Hotel gelegt. Henry horchte angestrengt. Bis auf das angespannte, hektische Atmen der beiden Männer und dem Winseln von Tosca, die sich verängstigt in eine Ecke des Zimmers verkrochen hatte, war nichts zu hören. Es schien fast so, als wäre die Zeit einfach stehen geblieben. Hören Sie das auch? Ja, er ist draußen auf dem Gang. Was machen Sie denn da, Sir Andrew? Die Tür! Ich muss die Tür verbarrikadieren! So, die Tür ist blockiert. Ich habe den Schreibtisch davor geschoben, das sollte ihn eine Weile aufhalten. Wenigstens so lange, dass wir durch das Schlafzimmer fliehen können. Mein Gott. Schnell! Kommen Sie! So kommen Sie doch! Hier, halten Sie sich an meinem Arm fest. Tosca, wo bist du? Lassen Sie doch den Hund, wo er ist. Es wird ihm schon nichts geschehen. Er ist nur hinter mir her. Wo kommen Sie? Machen Sie schon! Ah! Sir Andrew, wo sind Sie? Ich bin hier. Was macht er? Nicht bewegen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Sir Andrew, wir müssen hier weg. Nein, es ist zu spät. Es muss endlich ein Ende haben. Komm her, du verdammter Bastard! Komm her und hol mich! Komm her! Nein, Sir Andrew, nicht! Komm her! Um Gottes Willen, Sir Andrew! Thank you.
Eisiger Wind und Regen peitschten Henry hart ins Gesicht, als er endlich schwer atmend und verschwitzt das zerbrochene Fenster des Zimmers erreichte. Bei dem Gedanken an dieses furchtbar dumpf knackende Geräusch, das er einige Augenblicke zuvor unten von der Straße hatte heraufschallen hören, gefror ihm fast das Blut in den Adern. Gott, oh mein Gott, wie ist so etwas nur möglich? Tosca, komm her, mein Schatz. Geht es dir gut? Ruhig, ganz ruhig. Er ist ja weg. Henry spürte, wie Tosca zitternd ihren Kopf unter seine rechte Hand schob. Entschlossen griff er nach ihrer Leine und ertastete sich eilig zwischen all den umgeworfenen Möbelstücken seinen Weg auf den Flur. Nachdem er doch das Geländer der Treppe, die in das Erdgeschoss des Hotels führte, zu fassen bekommen hatte, machte er sich stolpernd auf den Weg nach unten in die Eingangshalle. Komm, Tosca, schnell! Sir? Sir! Sir, so warten Sie doch! Sir! Aber das sind doch... Wie kann er das überlebt haben? Sir Andrew? Sir Andrew, sind Sie das? So warten Sie doch! Oh, verflucht! Was ist da? Alles in Ordnung mit Ihnen, Sir? Geht schon, ich bin nur gestolpert. Sagen Sie mir, junger Mann, wie sah der Mann aus, dem er aus dem Hotel nachhalt? Schnell, ich muss es wissen! Ihnen nacheilte? Außer Ihnen hat in den letzten 2 Stunden weder ein Mensch das Hotel betreten noch verlassen. Warum hat er das nur gemacht? Warum hat wer was gemacht? Sir Andrew, warum ist er nur aus dem Fenster gesprungen? Sir Andrew? Wo ist er? Sehen Sie ihn? Sie sind gerade über ihn gestolpert, Sir. Hören Sie das? Was denn? Was soll ich hören? Dort vorn. Da läuft doch jemand über die Straße. Ich sehe nichts, Sir. Da ist niemand auf der Straße. Gütiger Himmel. Oh, gütiger Himmel. Mit Tränen in den Augen sank Henry auf die Knie. Vorsichtig berührten seine Hände den zerschmetterten Körper von Sir Andrew. Nur noch gedämpft vernahm er die eiligen Schritte des Gehetzten und die seines Verfolgers, wie sie langsam in der Ferne verklangen. Selbst jetzt, nachdem er die Grenze zwischen Leben und Tod überschritten hatte, war Sir Andrew noch immer auf der Flucht. Einfach noch eine Variation mal versuchen. Wisst ihr, wie es klingt, wenn jemand aus dem ersten Stock fällt? Nee. Au! Und wisst ihr, wie es klingt, wenn jemand aus dem 5. fällt? Ah! Okay.
Kannst ruhig ein bisschen dabei fluchen. Ein bisschen husten. Was soll ich sagen? So kalt? verdammt, verflucht und scheiß Wetter. Scheiß kalt. So. Oder so, ja. Ja. Ah, da ist ja auch schon der Aufzug. Passen Sie auf, die Schwelle ist etwas höher als der Boden hier in der Halle. Ja, komm, mitkommt die Töle. Das sind seine Vögel. War mein Handy. Elias, ich bin gerade in der Aufnahme. Ja, Fußball heute Abend. Ich melde mich später, okay? Bis gleich, ciao. Klang ja jetzt auch als ob das Gespräch mit der Perle gewesen wäre. Nee, nee, Elias. Ich weiß, dass, dass das bei dir anders klingt. Ja, ich komme dann nach Hause. Ist gut. Ja, habe ich doch gesagt, kaufe ich noch. Ja, tschüss. Bitte. Was ich wohl hinter dieser Wand verbergen mag. Sag mal, habe ich den ganzen Hammer vielleicht zu schwer gemacht? Weil ich sehe jetzt, er haut ja mit dem Hammer zu. Jetzt habe ich den gerade geschleppt, als ob er 80 Kilo wiegt. Ich bin noch einer der Glücklichen, die, wenn auch eine niedrige, aber immer noch eine Rente kriegen. Ihr armen Schweine kriegt ja wahrscheinlich keine mehr. Wahrscheinlich, ja. Mit Tränen in den Augen sank Henry auf die Knie. Habe ich gestern gemacht, einen Russen, der gebrochen Deutsch spricht, 42 Takes ging. Das ging gut. War gut, ja? Ja. Das ist gut zu wissen, weil bei dem dritten Hörspiel habe ich auch einen Russen. Hat gebrochen Deutsch gesprochen, das ging. Das konnte ich kompensieren mit faciales Parese links, Backe geht nicht mehr, gut. Zurückkommen und mich hier finden. Schließlich habe ich ihm gerade erst eine frische Fährte hinterlassen. Mein Koffer, wo ist mein Koffer? Oh, verdammt. Was haben Sie, was ist los? Die Tür, sie lässt sich nicht mehr. Das zerbrochene Fenster des Zimmers erreicht. Da muss ich leider unterbrechen, da war der Magen drunter. Was ist mit dem Magen? Ja, machen Sie sich keine Sorgen, wir haben ja Zeit. Nein. Ich wollte sagen, morgens ein Brötchen mehr. Okay, einziger. Klein, dick, Glatze und noch eine implantierte Pumpe auf dem Kopf. Das Wasserkopf ist, weil das Wasser ja nicht die natürlichen Ableitungswege nehmen kann. Aber wenn ich da noch fett wäre, das wäre der Gipfel. Nein, das war nicht. Sollte ich ihn eine Weile aufhalten, wenigstens so lange, dass wir durch das Schlafzimmer fliehen können. Schnell, kommen Sie, so kommen Sie doch. Hier halten Sie sich an meinem Arm fest. Lassen Sie doch den Hund, wo er ist, es wird ihm schon nichts geschehen. Er ist nur hinter mir hin und kommen Sie, machen Sie schon. Bam! So toll. Jetzt nach dem Finanzamt ist die Kohle gewaschen, also bitte gleich überweisen. Ja. Schlüsselmann hat mir Angst mitgetrunken. Henry fragte sich, wovor ein Mann, der so reich und berühmt war, sich wohl fürchtete. Aber bitte,
Nehmen Sie... Oh, der Studiomäuse. Hinter dir steht, glaube ich, einer, der kann nicht knacken. Nee, es ist nicht der Stuhl, es ist der Tisch. Mir fällt das richtige Wort nicht ein für dieses andere, größere Ding mit vier Beinen. Ich verstehe. Tisch. Ist, okay. Der macht die Geräusche. Gut. Nochmal von vorne, ne? Ja, bitte. Läuft. So, alle Mann zurück. Okay. Wasser ist da. Wir können Whisky trinken. Also wenigstens noch schnell eine geraucht. Was sagst du? Hast du wenigstens noch schnell eine geraucht? Nee, hab ich nicht gemacht. Ne? Nee. Ja, ich habe ja den Vorteil, ich kann ja hier dabei rauchen. Ja, das ist das Schöne. Ich habe heute erst mal wieder einen Kollegen getroffen, der nimmt überhaupt ja nicht auf, wenn er nicht rauchen kann im Atelier. Ist ihm auch scheißegal, ob das eine Nichtraucherbude ist. Der geht dann wieder. Das finde ich irgendwie geil. Er war nie tot. Er ist ein Dämon. Ein von den Priestern im alten Ägypten künstlich geschaffenes Wesen. Dem mit der Hilfe uralter schwarzer magischer Formen Leben eingehaucht wurde. Okay. Gewitter, Regen prasselt gegen Fensterscheiben, Kaminfeuer, Eiswürfel in Gläsern. Ding, ding, ding. Und läuft.